Jo, hallo Leute und herzlich willkommen. Ich habe mal wieder angefangen, Minecraft zu spielen. Und wie ihr sehen könnt, ein neues Texturenpaket. Yes, sir, 128x128 Texturen, also es könnte etwas laggen. Dafür möchte ich mich schon mal entschuldigen. Auch wenn ich dafür nichts kann. Aber egal. Ja, das ganze Teil nennt sich Bumpmapped. Ist gebumpte Grafik. Also sieht wahnsinnig schön aus in meiner. Ja, für ein Minecraft Texture Pack sieht es echt wahnsinnig schön aus. Und ich habe noch ein Better Grass Mod reingehauen und ein Ambient Occlusion Mod. Das bedeutet, dass die Ecken kontrastreicher sind und dass die Fackeln mit dem Licht besser berechnet werden. Und das wird schon ordentlich was heißen für Minecraft. Weil ihr wisst ja sicherlich, wie Minecraft aufgebaut ist, das sind ja Klötze. Und normalerweise werden die Lichtquellen mit Viererblocks berechnet. Hier wurde es, glaube ich, unterteilt in Dreierblocks, also in Triangles, in Polygone. Und deswegen zieht es auch etwas an Leistung. Ihr seht schon links oben meinen FPS-Counter. Der sackt ab und zu mal etwas nach unten. Falls ihr ihn seht, falls nicht, tut mir leid. Übrigens ist das Wasser unglaublich schön, finde ich. Also, das ist kein Minecraft mehr, das ist Epic Craft. So. Okay, das Feuer sieht auch noch, ja, geht besser, aber sieht auch schon relativ hübsch aus. So, ach ja, stimmt. Die ganzen Inventory-Sachen, die wurden auch noch geändert und so weiter und so fort. Die Rails, die tue ich jetzt mal da rein. Und das ist, glaube ich, so wie ich es. Ja, Kohle. Gott sei Dank gibt es diese Displays jetzt, also diese kleinen Hints da über diese ganzen Geschichten, weil das macht es viel einfacher. Was? Das ist Eisen. Boah. Echt heftig zu unterscheiden. Okay, das dürfte dann ja das Lava. Gut. Ich habe schon meine erste Folge Let's Mine Half-Life 2 rausgebracht. Die wird auch weiter fortgesetzt, keine Sorge, ich hänge gerade eben bloß an einer Stelle, weil eigentlich wollte ich mir Cinematic Mod draufhauen. Jedoch habe ich vergessen, dass Cinematic Mod 10.90 nur in der vollen Version nur für Windows, für 64-Bit-User zur Verfügung steht. Und ich habe ein 32-Bit-System. Ich glaube, ihr wisst, wo das hinführt. Nämlich zu einem unglücklichen User, der Cinematic Mod sich komplett neu downloaden darf in der Lite-Version. Super. Ja. Da fallen leider auch dynamische Soundtracks weg. So, ich muss hier echt mal die Sichtweite etwas gering halten. Und da es hier jetzt so verdammt dunkel ist, muss ich, glaube ich, mehrere Fackeln setzen. Weil das echt verdammt dunkel ist. Was für eine Logik. So. Okay, und hier noch eine. So. Sieht doch schon viel angenehmer aus. Okay, jetzt gehe ich mal runter in meinen Mobcatcher. Da werde ich wahrscheinlich auch gleich nochmal. Ja, eindeutig. Auch wenn das hier jetzt ein bisschen Fackelverschwendung ist. Ich mag schön. So. Und wie ihr sehen könnt, die Zombies, die wurden auch komplett neu texturiert. Ich finde dieses Texture Pack so episch. Ich finde das sogar episch als Gronkh 1. Haha. Jetzt gibt's ein Battle, Digga. Nee, Quatsch. Ja, Geschmackssache, wa? Okay. Hallo Zombie. Also Party feiern. Deinen hässlichen Narbengesicht. Eieiei, da muss der Doktor nochmal ran. Da muss der Schönheitsdoktor ran. Hopp, hopp. So, und jetzt mache ich hier mal dieses Overlay von Fraps weg. So, ja, es ist Nacht. Es ist Nacht, natürlich. Und ja, gibt nichts großartig zu erzählen. Außer dass ich hier jetzt, glaube ich, langsam auch anfange, hier Fackeln zu setzen, weil. Ich hab schon gedacht, die Fackel hat das Teil angezündet. Das wäre nicht schön gewesen. So, ich glaube. Boah, es ruckelt erstmal.
Könnt ihr euch auch gut vorstellen, warum? So, ich glaube, ich lasse den Turm erstmal so hoch und dann baue ich den mal ein bisschen weiter aus. Das ist ja das Cobblestone. So. Auch wenn mich jetzt wahrscheinlich einige verklagen würden, warum ich das hier nicht auch. Und ja, die wollen wahrscheinlich hier alles aus Glas sehen. Aber ich finde, hey, ein Turm. Also ich bleibe ein bisschen realistisch. Ich möchte das hier ein bisschen realistisch haben. Und deswegen baue ich den aus Cobblestone. Und nein, ich bin kein Realismus-Freak. Ich find's einfach stilechter, wenn es aus Cobblestone ist. Ich weiß gar nicht, wie man das richtig ausspricht. Verdammt nochmal. Okay, wie weit muss ich da jetzt rausbauen? 1, 2, 3, 4, 5 Blöcke, oder? Sind das wirklich 5? Ja, es sind 5. Okay. 3, 4, 5. Kommen wir mal wieder meine Framerate-Probleme in die Quere. Ich weiß aber auch nicht, warum das gerade eben so extrem ruckelt. Vielleicht die neue Dynamic Light Mod. Könnte vielleicht dran liegen. Naja. Hey, dafür sieht das jetzt atemberaubend aus. Zumindest epischer als im normalen Look. Ach ja, das Minecart. Ich glaube, das hat der Modder vergessen, hier noch ein bisschen schöner zu machen. Oh Mann. Mir entgeht nichts. Dafür sieht die Rüstung episch aus, mal ganz ehrlich. Schaut euch das an. Erinnert mich irgendwie an alte Fantasy-Spiele. Mit Drachen, Rüstungen und so weiter und so fort. Uah. Okay. Oh, also entweder... Ja, das war gerade ein Pixelfehler. Okay, ich weiß, woran das liegt. Das liegt an den Waffen. Oh, cool. Die Spinne sieht jetzt cool aus. Leopardenmuster. Cool. Lass uns mal etwas rausgehen. Da ist noch eine Spinne. Oh. Puh, Gott sei Dank hat sie sich selber runter befördert. Scarface! So. Okay, jo. Warum sage ich so verdammt viel M? Vielleicht, weil mir der Stoff zum Reden ausgeht. Ja, ein Skelett. Übrigens, der Knochenmann sieht jetzt auch etwas hübscher aus. Also, rein objektiv gesehen, weil er sieht immer noch so knöchrig aus wie früher. Lass uns mal in das heimische Heim gehen. Heimische Eigenheim. Und natürlich, die Bilder, die sehen immer noch so aus wie früher. Die Bücherregale sehen dafür deutlich schöner aus. Nochmal ein großer Paluspunkt. Ich nehme mal ein bisschen TNT. Was kann ich mit TNT anstellen? Das sieht gefährlich aus als zuvor. Okay, ich treibe meine Minenarbeiten etwas voran. Ja, ja, ich habe richtig gehört. Und also muss ich ganz nach unten. Ah, ich lasse es lieber, bevor es mir noch runterhaut und ich mein ganzes Inventar verliere, denn ehrlich gesagt, zwei Eisenspitzhacken und zwei Diamantspitzhacken und zwei Diamantschaufeln sind doch mir etwas zu wertvoll, um einfach zu verhökert zu werden. So. Übrigens, TNT sprengt einen Umkreis, einen Radius von 3x3. Und ich bin gerade eben auf Redstone gestoßen. Huiuiui, glaube ich zumindest. Ja, Redstone. Oh, Gott sei Dank. Und Redstone ist wirklich ein interessantes Material. Natürlich. Wieso? Alles in diesem Spiel. Boah. Und. Ja, ich ruiniere meinen perfekten Tunnel, indem ich ihn einfach mal. Diamant! Leck meine Nüsse! Und gleich so viel. Und gleich so viel. Holy jizz in my pants. Okay. Mal hier ein bisschen aufräumen. Hust, hust.
Übrigens bin ich mir jetzt doch gar nicht mit meiner Theorie so sicher, dass es in Polygonen berechnet wird, das Licht, weil irgendwie. Ja, keine Ahnung. So. Okay. Kohle. Kohle, 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 Kohle. Ich hoffe, man kann es auf YouTube so gut sehen. Und das war's auch schon mit diesem Part. Es ist Tag, wie ihr am Nebel sehen könnt. Und dann wünsche ich euch mal einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal, Leute. Haut rein, man sieht sich.